Grüß Gott, bitteschön, wie kann ich Ihnen helfen? Grüß Gott, ich bin die Frau Huber. Ich habe seit einer Woche Husten, Schnupfen und Gliederschmerzen und seit heute 38,9 Fieber. Oh, dann würde ich Sie jetzt meiner Kollegin überweisen, weil die Notaufnahme ist gerade im Moment sehr überfüllt und wir haben ja auch ein Triage-System, das MTS, und das besagt, dass Sie jetzt nicht als Notfall gelten. Das heißt, meine Kollegin wird einen Termin mit einem Hausarzt vereinbaren. Hallo, ich bin die Sonja Toss. Hallo. Ich bin von der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns von der 11.6, 11.7. Zusammen mit dem Klinikum Rosenheim und dem Zentralinstitut für Kassenärztliche Versorgung führen wir hier eine Studie durch. In dieser Studie leiten wir die Patienten, die keine lebensbedrohliche Erkrankung haben und daher nicht die Notaufnahme bedürfen, in den ambulanten Versorgungsbereich zurück. Das heißt, wir machen ein kurzes medizinisches Ersteinschätzungsassessment und danach suche ich Ihnen einen Termin, wo Sie direkt in die Praxis geleitet werden können. Hallo, ist die Machbarkeitsstudie, Klinikum Rosenheim, Sonja Toss am Apparat. Ja, hallo. Genau, ich habe eine Patientin für euch, für die Praxis. Die würde gerne zu einem Untersuchungstermin zu Ihnen kommen. Ich habe gesehen, in Ivena haben Sie offene Termine. Die Ivena-Software hat in unserer Praxis sehr gut geklappt. Wir waren jederzeit informiert über die kommenden Patienten. Und zusätzlich wurden uns die Patienten über Telefon freundlich angekündigt. Der Praxisablauf war dadurch nicht gestört. Die Patienten konnten schnell unbürokratisch behandelt werden und stellten keine Belastung dar, sodass wir eine Fortsetzung des Ivena-Programms durchaus begrüßen würden.